Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grimdawn! So, wir sind jetzt hier wieder in der Konklave der Drei. Wir wollen unsere Quest bei Kira abgeben. Allerdings sehe ich hier gerade, Kagon hat wohl was für uns. Im Lager geht das Gerücht um, dass du dich außerhalb der Tore auf die Reise begibst. Wenn das so ist, habe ich ein kleines Problem, bei dem du mir helfen könntest. Klar, was denn los? Es geht um meine Lehrling Kanan, oder genauer gesagt um das Ding, das Kanan für mich holen sollte. Ihr habt euren Lehrling verloren? Wirklich? Ja, nun. Gute Hilfe ist äußerst schwer zu finden und ich bin nicht in der Lage, die Mauern zu verlassen. Jedenfalls ist er verschwunden. Ja. Ich habe ihn zum Tal der Auserwählten geschickt, um nach einem einzigartigen Text zu suchen. Ich glaube, den haben wir schon gefunden. In ein Bilbilbilib. Brillant, genau. Es war eine ganz einfache Aufgabe, die er einfach und schnell hätte erledigen sollen. Ich habe heute Morgen mit dem Schildwachen gesprochen und sie sagt, dass Kanan gestern gesehen wurde, als er auf den Rückweg durch die Sonne. Ja, wir machen mal weg. Wir machen mal weg. Hast du? Bemerkenswert. Ja. So. Vielen Dank. Faszinierend. Thank you for your help. Yes, thank you indeed. Ja, okay, das war eben das Quest-Item, was wir schon zuvor gefunden haben. Ja, so schnell kann man auch eine Quest abgeben. Und jetzt It pains me to call for the execution of one of our own, but such is the price of our divine vision. Die Verräterin ist tot. The fool was blind to the true vision of the Great Guardian. And has paid the price. Draelis has sensed the true nature of our foe, however. Soon, the maddening whispers will end. So, was haben wir bekommen? Tunikum der Klarheit sorgt für einen klaren Kopf und schärft ihn für eine neue spirituelle Reise. Benutze, um deine Devotionspunkte zurückzusetzen. Yeah, sehr cool. Das gefällt mir. So, was braucht Drelos? You must hurry to the Oracle. Drelos demands your presence. You will find him at the Vanguard of the Three, northeast of the Sunbane Oasis, through the Howling Chasm. Ah, jetzt müssen wir durch diese Kluft durchlaufen, um. Ja, du mich auch. Um da eben. Ah, lass mir doch alle in Ruhe! So, ich will eben nur hier gucken, ob wir vielleicht noch eine Quest irgendwo annehmen können. Rein zufällig eine, wo wir die Kluft für benötigen. Oder die wir dann in der Kluft, sage ich mal, fertig machen können. Aber nein, gut. Bevor wir jetzt da losjumpen, möchte ich einmal das erschütternde Reich erneut ausprobieren. Wir sind gut vorbereitet. Wir sind stark. Rein theoretisch. Und dann würde ich mal sagen, Marzahn! Öffne das neue Rift! Jetzt bin ich mal gespannt. Oha. So. So, die gute Frage, wo finden wir jetzt nochmal die Dinger? Machen wir mal hier ein bisschen Tumult. Hey! So, mal hier gucken. Okay. Fragment, Bruchstücke. Ja, ich hätte mir nochmal durchlesen sollen, wie ich die dann finde. Ich dachte, ich muss sie nur töten, töten, töten und das war's.
Blutbad. Oh, 3 Sekunden auf die Uhr. Wow. Da unten ist ein Boss. Okay. Eine erschütternde Seele haben wir. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was sie bringt. Wir müssen auf jeden Fall hier entlang. So. Ich kann echt nicht sagen, wo ich hin muss. Nein! Ich hab doch auf die 4 gedrückt. So, wir lesen uns das eben mal ganz kurz durch, ne? So. Ich gehe jetzt rein. Honestly, I cannot say. The Shattered Realm. Okay. Wow. The Shattered Realm. Okay, dann schnappen. The emissary was right as usual. You have earned the right to stand among us in the real trials to come. Our battle against the fiery fury boiling beneath the sands, of course. A forgotten god stirs. Ja, okay. Lesen wir mal hier ganz schnell. Da. Das bietet unendliche Versprechen, doch es warten viele Gefahren. Der erste Schritt ins Unbekannte ist, vorsichtig zu sein. Betritt das erschütternde Reich und begib dich zum 5. Fragment. Überlebe die Bedrohung und beanspruch ein paar Geheimnisse des erschütternden Reichs. Was ist denn das 5. Fragment? The Shattered Realm awaits. Are you certain of this? I can close the port. Nein, 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 nicht schließen. The Shattered Realm awaits. Tarry not, for the portal is as. So, okay, wir gucken einfach mal. Fragment 1, Bruchstück 1. So, da hinten bin ich gestorben. Ich kann echt nicht sagen. Oh, ja, hier, 12. Ja, die Uhr ist so schon weitergelaufen. Ah, verdammt. Und wie komme ich jetzt hier raus? Verdiene zusätzlich Zeit, indem du mächtige Feinde besiegst und schnell große Gegner druck. Besiege den Boss des Fragments, bevor die Zeit abläuft, um zusätzliche Belohnung in das Pracht des. Aha. Ich jetzt nicht so ganz. Ach. Ah ja, hier, guck mal. Jetzt hier überall so, ne? Hier kleine Sternchen. Ja, ja. Warum nicht? Jetzt sind überall so kleine Sternchen da. Okay. Da will ich auch am liebsten runter. Ah, hier komme ich runter. Jetzt sind hier überall Sternchen, ne? Ich gehe mal hier weg. Ah, das Ether-Zeug ist nervig. So. Aber, was hat das hier zum Beispiel zu bedeuten? Begib dich zum nächsten Portal. Okay, wir scheißen jetzt mal. Okay.
Okay, ich verstehe das jetzt gerade. Ach, wir müssen einfach nur so viele Gegner wie möglich töten. Damit das hier voll wird, oder wie? Weil wir waren ja noch lange nicht mit einem fertig. Okay. Aber so wenig Zeit ist dann schon ziemlich heavy, würde ich mal behaupten. Gut, hier ist nix. Man muss definitiv wegen der Zeit auch die Karte im Auge behalten. So, Halleluja. Okay. Die Welt reinigen. Eine Errungenschaft. Oh, freigeschaltet. Oh, voll auf die falsche Tasse gedonnert hier. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So, wir sind gleich sogar wieder voll. Oh, jetzt sind auch alle gestorben. Ah! Also ist das wirklich so? Einfach so schnell wie möglich viele, viele Gegner töten. Und dann... Okay. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. So schnell wie möglich einfach viele Gegner töten. Au! Also der hält aber ganz schön was aus, der Kleine hier. Oh, okay, da, oha, okay. Da sind so einige Kollegen. Und ich sehe hier gerade. Die ganzen Fähigkeiten waren wieder nicht aktiv, das gibt's ja nicht. Na komm, put, 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 put. Put, 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 put. Oh, lauf weg hier. Wow. So, weiter. Und...
Na, hier noch irgendwo was? Da. Oh, hier ist es aber sehr dunkel. Oha. Ah, hier noch. Aber es sieht mega geil aus, muss ich schon sagen. Es sieht schon mega, mega geil aus. Und damit sind wir auch hier fertig. Oh, wo muss ich denn hin? Ich bin mal gespannt, was es am Ende bringt. Was bringt das hier? Oh oh. Okay. Der Sound sagt schon viel aus. Bam! Okay. So, da ist jetzt ein Typ, aber nichts zum Looten oder so. Ach, um zusätzliche Belohnung in der Pracht des erschütternden Reichs zu erhalten. Also, wenn ich das alles schaffe, bevor die Zeit abläuft, bekomme ich wohl extra geile Belohnung. Well done. This portion of the Shattered Realm is clear of threats and its power ours for the taking. I can open the way further, or if you wish, offer you compensation for your efforts. That will mark the end of your journey, however, as the connection to this shard shall be broken. What will it be? Wir gucken mal eben. Erobere das fünfte Fragment. Well done. This portion of the Shattered Realm is clear of. Das fünfte Fragment. Okay. Ah ja, hier, Fragment Nummer 2 sind wir jetzt. Okay. Immer noch alles das beim Alten. Okay. Und weiter geht's. Hau ihn doch um hier. Ja, mit den interessanten Geräuschen dabei. Die habe ich ja schon irgendwie vermisst, ne? So, hier sind wir. Dann gehen wir jetzt mal hier oben entlang. Ach, verdammt. Falscher Knopf. Ja, genau. Es ist alles dein. Alles dein hier.
Ah. Falsch teleportiert. Ist alles tot, 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 tot. Oh, okay. Da sind ein paar mehr. Machen wir erstmal hier die kleinen. Bam. Wow. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ah. Gut, dass ich mich da raus teleportieren konnte. Eieieiei. So, irgendwo da hinten. Da. Hei. Also es gibt immer 5 Bruchstücke zu einem Fragment, würde ich jetzt mal sagen. Der 5. ist dann immer so ein Endboss. Okay. Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Herausforderung. Aber wie man das dann in so einer kurzen Zeit schaffen soll, kann ich wirklich nicht sagen. Ja, das kleine Vieh auch nochmal. So. Hallo. Eieiei. Was ist das denn? Los raus da. Was war das denn? Hallo? Blöde Viecher. Und hier wahrscheinlich ein Boss, nehme ich an. Hier ist auch echt nichts im Looten, ne? Ne, hier war ich schon. Okay, hier bin ich gestartet. Nach oben müssen wir. Einfach mal nach oben laufen. So. Halleluja. Hallo, seid doch mal lieb hier. Wo bist du denn? Da. Seelennahrung. Also wir sammeln hier auch einige an Errungenschaften. Finde ich auch sehr cool. Boah, Alter, was? Jack! Lauf! Oh mein Gott! Halleluja. Der haut hier rein, ne? Das ist der kleine Übeltäter hier. Alter Schwede. War jetzt schon ein bisschen knapp auf jeden Fall. Alter. Du bist auch tot. Freut mich auf jeden Fall. Ach, wir sind komplett durch. Oh, herrlich. Alla, die Waldfee. Wow! Okay. Überlebe ich das überhaupt?
Die fünfte. Oh, Alter, die Fähigkeit haut rein. Diese hier. Und was sind das jetzt? Handgranaten? Gib mir eure Seelen. Okay, die haben Ätherschaden, wie es aussieht. So. Ja, hier ist nichts mehr. Halleluja. Also, ob ich das überhaupt bis zum 5. schaffe, kann ich echt nicht sagen. Ja, der Ätherschaden haut rein, auf jeden Fall. So, wir heilen. Wo sind die anderen hier? Ja, ein Boss. Den holen wir mal eben her. Au! Bam, erledigt. Und dann können wir auch schon wieder weiterporten zum 4. Bruchstück. Kniet nieder. Ach, es sind... Ah, okay, immer nur 4 Bruchstücke. Okay. Okay, noch einmal konzentrieren, meine Lieben. Es ist nur einer. Ah, diese grüne Fähigkeit ist böse. Bam. So. Wir gehen mal weiter runter. Verzeiht mir diesen Blick mal eben. Wir sind fast am Ende der Folge. Verlangsamt. Okay. Oha, also es kommen immer mehr Nebeneffekte dazu. Oder wollen wir vielleicht daraus eine XXL-Folge machen? Hier guck mal, wie weit wir kommen. Wir machen mal die Folge jetzt so lange,
bis wir entweder die Quest geschafft haben oder bis wir hier erneut sterben. So. Gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Ein Haufen nix. Okay. Wie die schreien, ey. So. Da ist ja noch einer. So, Seelen hier? Nein. Na, da bist du. Da ist auch nix. Oh, hier zwei Menschen sogar. Damn. Erfolgreich. Wohin müssen wir? Auch können wir auch hier. Hier ist der kürzeste Weg. Auf jeden Fall. Hier runter, hier entlang und da ist das. Zack. So. Hier gehen wir jetzt mal die Treppen runter. Hier haben wir auch schon direkt ein paar Gegner gefunden. Wir ziehen die aber mal von den Äther-Dingern hier weg. Weil Ether-Bereich macht mir natürlich auch einen sehr hohen Schaden und ja, das will ich nicht so gerne mitnehmen. Nee, nee. Next one. Ah, hier so kleine Viecher auch noch, ey. Out. Und ich renne auch noch voll rein, ne? Wow. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel. Ach, verdammt. Machen wir mal eben so rum. Ja, doch, das war mir schon ein bisschen zu viel Hickmack hier. Erinnert mich so ein bisschen an die Totenkopfschlüssel-Dungeons. Somit, ey, wenn du stirbst, dann war's das. So fühle ich mich gerade. Und ich will nicht sterben. So, wo muss ich denn... Ah. Komm, nimm die Seele auf und töte das Vieh. Und weg da, weg da, weg, weg, weg.
Ich mag keine Stellen, wo hier so viel Äther mit dabei ist. Ah! Oh, drei Bosse. Okay, gut zu wissen. Wir laufen mal hier ein bisschen weiter weg. Ihr könnt ja zu mir kommen. Boah. Oh, Halleluja, ey. So, wo ist denn das Ding da? Ja, also der Bereich war wirklich schlimm. Der war wirklich schlimm. So. Der vorletzte Bereich für dieses Fragment. Oh, die sehen jetzt nicht so happy aus. Gut, dass ich Giftwiderstand sehr hoch habe. Weil die sehen so aus, ja, als wenn sie sehr viel Gift versprühen. Eine bedrückende Melodie, würde ich mal sagen. Okay, da ist nichts. Warte mal. Hier finden wir schon wieder die ganzen Fähigkeiten. Oh, Entschuldigung. Das ist merkwürdig irgendwie. Muss ich jetzt hier am besten... Ah! Ja, welche ist jetzt deaktiv? Da. Oh, bloß weg da erstmal. So, hier sitze ich jetzt gleich in der Patsche. So. Okay. Das war auch wieder echt hart, ey. Es macht mega Spaß, weil das auch echt herausfordernd ist, aber alter Schwede, ey. Wie lange macht das mein Herz noch mit? Okay, wo muss ich denn jetzt... Och, ist ja noch so viel. Gehen wir jetzt mal hier entlang und sehen mal, was uns hier jetzt gleich erwartet. Gut. Wo seid ihr? Na, wo seid ihr denn? Da sind welche. Okay. Hi.
Man merkt schon wirklich, wo sind meine Schwächen, ne? Hallo, kommt ihr raus? Jo, der kommt raus. Ah, komm. Boot, 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 boot. Boot, 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 boot. So, wunderbar. Jetzt geht's zum Endboss für dieses Fragment. Wie heißt er? Venerius, der Rückenbrecher. Eleganter Name. Ja doch, alle vier sind aktiv. Ach, der ist schon wieder. Er hat Ätherschaden. Das ist ziemlich schlecht. Weil genau das ist meine Schwäche. Erstmal Rückzug. Komm zu mir, komm zu mir. So, gleich ist er down. Bam. Ah, weg von dem Feld hier. Huh! Halleluja! Wir wollen zum nächsten Fragment. Oh, wäre das geil, wenn wir wirklich die komplette Quest schaffen. Oh, Entschuldigung. Das wird echt eine XXL-Folge. Alle vier sind noch aktiv, das ist sehr gut. Der überlebt aber lange. Oh. So, eben hier ein bisschen die Heilfähigkeiten. So. Ja, wo kommt das denn her? Ach, die fliegen einfach so rum. Okay. So. Sehr schön. Wir haben schon über die Hälfte der benötigten Seelen beisammen. Ne, hier liegen keine Seelen mehr. Ne, hier können wir auch nichts sammeln. So ungewohnt, ne? Nix droppen oder sammeln. Ach, hier, du lebst auch noch, ne? Nee, nee, nicht hier weglaufen, mein Freund. Ach, verdammt. So, jetzt hier noch einmal.
Bam, wunderbar. Also wenn das so weiterläuft, ne, können wir es wirklich schaffen. Oh, schon wieder Giftviecher. Blöde Fliegen. Immer diese Fliegen. Wofür? So, weg mit dir. Hier ist alles tot. Die Seele nehmen wir mit. Oh ja, das ging ja easy. Sehr schön. Und die nächsten. So, dann müssen wir hier einmal runter. Oh, da sind ein paar Bosse mit bei. Versuch mal. Was bist du denn? Ja, komm her. Komm. Komm zu Onkel T. Komm zu. Ach! Moin! Da bist du. Okay. Cool. Ich wollte gerade sagen, wo bist du denn? Das sah aus wie Lebenskraftschaden oder sowas, ne? So, mal weg aus dem Giftbereich. Oh. Die kreisenden Dinger da, die will ich nicht berühren. Au! Was bist du denn für Miss Vieh? Komm, hau ab. Du, hau ab. So. Sehr schön. Wir sind hier auch gleich schon durch. Hier noch mal ein paar ist gut, ey. Das sind hier ein paar viele. Sehr schön. Hat aber ausgereicht. Ah, ist das herrlich. Gleich sind wir im fünften Fragment. Oh, warte mal hier. Lebensessenz. Ja, nimm mit hier. Sehr schön. Jetzt erstmal das dritte Bruchstück. Danach dem Boss. Und dann sind wir im fünften. Und dann haben wir es fast geschafft, meine Lieben. Na, irgendwelche Geister? Nein, gut. Ach, viel zu früh gezündet leider. Ach, gleich haben wir es sogar schon. Gleich ist die Leiste wieder voll und dann können wir weiter teleportieren.
So, euch nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Ach, hier so ein Blitzding war das. So. Was haben wir denn hier? Aber du wirst verwundbarer für physische Angriffe. Wollen wir das Blut aufopfern? Oh. Okay. 33% mehr. Das gefällt mir auf jeden Fall. Bam. Erledigt. Ah, sehr cool. Müssen wir uns merken, dass es solche Schreine auch gibt. Oh yeah, babe. Zwei Bosse? Also der ist sehr entspannt. Oh! Wo kam der Damage-Stern auf einmal her, mein Freund? So, ich muss schnell hier Cooldown bisschen ablaufen lassen. Jetzt können wir. Wow, 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 wow! Was war denn das, Alter? Oh Gott! Ha! Nicht nett! So, einen müssen wir leider noch runter. So. Denn die Quest war ja, erobere das fünfte Fragment. Wir sind jetzt endlich im fünften Fragment. Leider ohne der Zeit. Aber das wäre so geil, wenn wir hier noch schön die Belohnung mitnehmen könnten. So, das wäre echt cool. So viele Bosse und so, die wir jetzt hier gekillt haben. Das wäre schon ziemlich geil. Wow. Herrlich. Ach da. Gehen wir mal hier entlang. Ja. Nehmen wir mal den Weg. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Eiskrieger, okay. Wir haben immer noch den Buff da, ne? Yes. Wir haben immer noch sehr viel mehr Schaden. Oh! Wow, 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 wow! Alter Schwede. Da haben die aber ein bisschen herzlich reingebumst, würde ich mal behaupten. Na, wo rennst du hin? Weg da. Alter Schwede. Was war das denn für ein Kampfschrei? Oh, 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 oh. Ah, hier, durch diese hier. Also die Bosse haben schon echt Power.
Muss man wirklich schon sagen. Aber wir müssen ja hier auch gleich schon durch sein. So. Da haben wir es schon. So, ab zum zweiten Bruchstück. Gleich haben wir es, meine Lieben. Ah! So. Auch wieder so eine düsterne Welt hier. Gegen Magier sehr gerne, denn der Debuff von dem Effekt ist ja nur physischer Widerstand, ist bei mir gesunken. Also gegen hier diese erleide ich ein bisschen mehr Schaden, aber die erleiden mehr Schaden gegen mich. Ah, zu früh aktiviert. So. Ja, Ätherschaden haut bei mir immer noch so kräftig rein. Wie viel Widerstand haben wir da? Ja, hier. Ist auch das, wo ich am wenigsten Widerstand habe. Das ist natürlich sehr schade dann. Aber das kommt auch noch. Step by step. Oh! Das war aber ganz schön knapp jetzt. Also auf jeden Fall zu knapp für meinen Geschmack. Und wieder weg. Er ruft die Viecher also. Sind die jetzt auch tot? Ja, ne? Gut. Boah. Ich dachte, hier gingen die 4-5 Dinger da kein Problem und auf einmal sterbe ich hier fast. Ich unterschätze die Viecher zu oft. Aber wem passiert das mal nicht? Was ist das denn für ein großes Vieh? Oha, 4 Bosse auf einen Haufen. Komm. Nur einer bitte. Genau. Nur du. Gift, kein Problem. Komm her, komm, 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 komm. So, kann das Gift? Danke. Hallo. Kommt er? Feuer, auch kein Problem. Jetzt. So. Nullo Problemo. So, da kommt schon mal einer. Ich müsste gleich durch sein. Ich muss also nur irgendwelche Kleinen sonst töten. Ganz schnell irgendwelche Kleinen. Ja. Wunderbar. Wusste ich so. Einfach nur irgendwelche Kleinen töten und dann haben wir's. So, der vorletzte. Ah, ich freue mich so. Questbelohnung, 1000 Erfahrung. Aber wir haben auch einiges an Erfahrung bekommen, ey. Halleluja. Hallo? Wer macht denn hier bitte so einen Schaden, ey?
Halleluja, ey. Ja, Ätherschaden ist meine größte Schwäche auf jeden Fall. So. Oh, was sind das denn? Weg, 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 weg. Oh. Ich dachte, ich kann die auch angreifen, aber nein, das sind einfach nur Anomalien oder sowas, die bei Berührung verdammt viel Aua machen. Und zwar extrem viel Aua, möchte ich nochmal betonen, ne? Ah, okay, das sind auch wieder solche Dinge hier. Gehen wir da mal hier entlang. Ah, nee. So. Ja, einfach ganz schnell durchlaufen. Oh, okay, da sind ein paar mehr. Au. So. Na, kommt doch her. Kommt her. Worauf wartet ihr? Kommt doch. Ja, er traut sich. Was bist du denn? So. Toll, dass ich zwischendurch beim Kämpfen nicht so viel rede, ne? Aber ich bin dann höchst konzentriert. Ich will ja nicht sterben. Autsch. Okay, mal direkt hier ein bisschen weiter weg. Oh, moin! Oh, wow, 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 wow! Hier sofort irgendwie... Weg, 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 weg! Nein! Gib es doch nicht. Es ist jetzt komplett weg. Renn mal rein. Mal gucken. Komm, das will ich jetzt wenigstens noch mal schaffen. Ach, hier. Clementine? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. So, wir sind im vorletzten. Wir sind gleich endlich im letzten Bruchstück. Also, wir haben es gleich. Ne, da, nein. Nicht mehr viel. Noch einmal kurz durchhalten. Ich muss hier nur eben einmal weg von den ganzen. Yeah! Geht doch. So, und jetzt der letzte Final Kampf. Komm. Was eine XXL-Folge. Haut doch mal in den Kommentaren, ob euch das gefallen hat. Auch zwei Bosse wieder. Der Wächter vom Burbridge. Okay. Jetzt ist mein Buff weg. Verdammt.
So. Jetzt stirb! Wir heilen uns und stirbt er dabei? Er stirbt! Übernatürliche Essenz. Zähflüssig und drei. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das für uns bringt, aber. Ja, bisschen EP haben wir bekommen. Reichlich EP hier, wenn man das hier mal so bedenkt. Wir haben. Ja, einiges gemacht auf jeden Fall. So. Es geht noch weiter. I can open the way for Bam! What? Haben wir gerade ein ganzes Level noch darüber hinaus bekommen? What? Für diesen Kampf haben wir komplett über ein Level bekommen. Wir sind jetzt Level 51 und fast kurz vor 52. Na, Halleluja, doch. So. Einmal so. Dann können wir das hier mitnehmen. Wow. Kreis des Gemetzels. Bumm. Auf plus 6 hochgegangen. Sehr, sehr geil. Oh, yes. Sehr, sehr geil. Achso, Änderungen bestätigen. Ja, klar. Genau, da muss ich gleich mal gucken. Aber, das können wir jetzt mal eben, glaube ich, gemeinsam schnell machen. Nach... Ach nee, haha. Da muss ich doch gleich nochmal gucken. Also, meine Lieben, das war's mit unserer XXL-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War ja sehr spontan entschieden, aber war auch eine sehr coole Aufgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder mit ein, wenn wir uns hier ein bisschen im Grim Dawn austoben. Macht's gut! So, meine Lieben, nochmal eine ganz kurze Info davor, denn ich sehe hier gerade Herrlichkeiten des erschütterten Reichs. Wir können jetzt hier unsere Belohnung wahrscheinlich abholen. Wir opfern und wir haben erneut einen Devotionspunkt erhalten. Sehr cool. So. Das wollen wir jetzt nicht. Donnerbüchse, nein, Kriegsschwert. Zweihand, schade. Und hier sehen wir nochmal einen Haufen Kisten. Krass. Öffnen wir diese doch mal. Ah, Zweihand-Fernkampfwaffe. Verdammt. Abgestimmter Magnetstein. Was haben wir hier? So, ein Ätherkristall. Das. Eine Halskette. 202 Kälteschaden bei Schattenschleier. Okay. Oh, plus 1 auf alle Fähigkeiten in Schattenklinge. Oh. Oh. Oh, meine Lieben. Ah. 10% physischer Schaden in Kälteschaden umgewandelt. Mm. Giftschaden, Lebenskraftschaden, Kälteschaden geht hoch. Giftbolzen. Feuert einen giftigen Bolzen auf deinen Feind ab. Ha! Spielerstufe 55. Also, die Kette hauen wir auf jeden Fall hier hinten hin. Die behalten wir auf jeden Fall. So, seltene Schultern. Blitzschaden haben wir nicht, deswegen weg damit. Smaragdring. Blutungsschaden. Okay, Energie, Leben, Angriff, Blutungswiderstand. Was haben wir denn hier für Ringe? Okay. Könnte man rein theoretisch
für den Rechten austauschen. Der kommt auch erstmal. Ach, wunderbar, ist von da. Sehr schön. So, kaiserliche Kleidung des Angriffs. Ah, nein, das kommt nicht weit. Reinigende Berührung. Epische Handschuhe. 10%ige Chance beim Angriff. Okay. Blitzschaden und Ätherschaden. Aber sonst würde ich sagen, nicht für uns geeignet. Überhaupt nicht. Leider. Das ebenfalls, nein. Was haben wir hier? Kochendes Blut nehmen wir mit. Ein Helm. Der allerdings, elementares Erwachen, nein, nicht für uns ist. Panzerhandschuhe ist auch jetzt nicht so, Blutungsschaden, okay. Von den Widerständen her ist es nicht schlecht, aber Knockout will ich behalten. Kaiserlicher Hut. So, Einsicht, verfalle in eine Trance, verschwindet, wodurch arkane Kräfte durch dein Fleisch geleitet werden. Wow, 90% Elementarschaden haben wir nicht. Also fällt das leider auch weg. So, die vorletzte Kiste. Oh. Schulterschutz des Kopfgeldjägers. Durchschlagschaden, Blutungsschaden, Leben. Tödliche Zielgenauigkeit, Fernkampffachwissen. Auch nicht so für uns, ne? Ätherwiderstand, das ist unser einziger Ätherwiderstand, den wir besitzen. Den will ich dafür nicht opfern. So. Geheimnisse des erschütterten Reiches. Öffne dich. Wow. Das war's? Früher gewährte die erschütterte Wegstern unglaubliche Potenzial. Mit seiner Hilfe kann Marzahn den Weg ab 5. bis zur 15. Fragment des... Ach! Damit kann ich... Ah! Verstehe! Okay. Mit den Dingern kann ich dann die anderen Dinge auch noch machen. Sehr cool. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Sonst nichts. Er hat einfach nur Tränke. Heiltrank, Elixier, okay. Dann können wir aber erstmal ein paar Sachen loswerden. Und zwar dich. Wir können die alten Dinger loswerden. Heiliger Boden kann weg. Weg damit. Weg, weg, weg. Um diese Waffe tut es mir schon ein bisschen leid. Aber weg. Ja, komm, weg. Weg. Kampfpolster. Du kannst leider auch weg. So. Du kannst weg, du kannst weg. Du. Und du auch. Mhm. Okay. Was war hiermit? Das konnte auch weg. Die Schuhe konnten weg. Helm. Auch weg. Die Ringe. Wollten wir den Ring behalten? Oder konnte das... Nee, ich glaube, den wollten wir behalten. So, die werden eh woanders hingesetzt. Ah, den behalten wir mal. Was haben wir hier? Benutze, um deine Devotionspunkte zurückzusetzen. Das kommt definitiv ins Lager. Auf jeden Fall sogar. So. Ja, meine Lieben. Jetzt war's das aber. Solange wir jetzt hier nicht alles Devotions haben wir. Sehr schön. Und hier können wir jetzt, glaube ich, zurückporten. Okay, dann hat sich das doch vollends gelohnt. Also einmal über ein Level mehr, die ganzen Belohnungen dazu und. Also perfekt. So, meine Lieben, jetzt war es das aber. Vielen Dank fürs Weiterschauen und dann bis bald.